Es stellte sich heraus, dass noch so eine Art Verabschiedungsszene gedreht werden sollte, aber am Bangkoker Flughafen. Denn die Idee war, dass ich als Tourist aus Europa jetzt am Ende des Films auch wieder nach Europa fahre. Das ist der müde. Ja, ja. Der Junge war inzwischen jenseits von Gut und Böse derartig müde, dass er nur noch mit Handkantenschlägen vom Regisseur am völligen Wegdämmern gehindert werden konnte. Ich könnte mich auch täuschen, aber kann das sein, dass Sie überhaupt keine Drehgenehmigung haben? Überhaupt nicht, darum wird das jetzt auch so schnell gemacht. Ich verstehe. Das heißt, ich steige aus. Ich bin im Gebäude, ihr fahrt kurz rückwärts und darum ist es dieser Plan. Quickshot, weißt du? Also auch die größte Produktionsfirma Asiens bevorzugt da offenbar den kleinen Dienstweg. Das fanden wir ganz interessant, dass man dort also vorfährt und binnen einer Minute diese Szene schnell drehte, bevor die Polizei uns wegpfeifen konnte. Denn jeder Polizist in Bangkok hat ja eine sehr lautstarke Trillerpfeife, die erstmal reingepustet wird, bevor irgendetwas passiert. Bye bye. Wir befinden uns hier in dem Auto, das ist jetzt ein Teil des Teams und auch uns zurück ins Hotel bringt. Hoffen wir wenigstens. Ich musste dann auch zum Abschied dem Win noch auf Geheiß seiner Betreuerin, der Tante war das, glaube ich, meine E-Mail-Adresse aufschreiben. Das habe ich auch gemacht. Ich habe leider bisher nie Post von dem bekommen. Bin mal gespannt. Ja, jetzt sei er ja 6, vielleicht in 2, 3 Jahren. Immerhin, ich habe ihm dann zu seiner Ausbildung geholfen. Zu seiner Ausbildung gefressen. Eieiei, komischer Gedanke. Wir fahren jetzt zum größten Studio Asiens. Und wenn man sich vor Augen führt, dass Asien ja der größte Kontinent ist, dann denke ich mal, dass das größte Studio dieses größten Kontinents schon ganz schön was hermacht. Wir werden gleich sehen. Eine Stunde auf Stadtautobahnen, die alle 100 Meter mit monumentalen Fotos des Königs geschmückt sind. Jugendbildnisse, aktuelle Aufnahmen in Paradeuniform mit riesiger Pelzmütze auf dem Kopf und so weiter. Der Hoffotograf hat in diesem schönen Land offenbar einen stressigen Job. Heute geht es um die Sendung Riesenrad oder in der Landessprache Chinchasawan. Riesenrad, warum Riesenrad? Auf jedem thailändischen Jahrmarkt steht nicht nur ein Riesenrad natürlich, sondern dort gibt es dann auch einen Talentwettbewerb. Bei Chinchasawan handelt es sich nämlich um so eine Art Thailand sucht den Superstar. Also zwei Schulklassen treten gegeneinander an. Das schönste Mädchen darf singen, die anderen müssen tanzen. Und eine dreiköpfige Jury aus knapp 100-Jährigen entscheidet dann darüber, welche Schulklasse den Preis der Prinzessin von Thailand mit nach Hause bzw. mit zur Schule nehmen darf. Noch 3 Stunden bis zur Showtime. In den Künstlergarderoben drehte ich einen Haufen kleiner Zuspieler, geführt von einem Regisseur mit Rockermähne. Es gab immer nur einen Take. Meinst du, er ist zufrieden mit dir? Ja, so halb, nee, so richtig nicht. Aber man hat nur eine Chance, von daher macht es keinen Sinn, da jetzt groß ins Jubeln zu kommen. Hallo! Die Tanzmädels rasteten schön aus, wenn sie mich sahen und kreischten schrill. Und ich machte ihnen plumpe Komplimente. You are the dancers, right? Dann nickten die Mädels, sodass ihre meterhohen Federkopfschmucke mit Höchstamplitude herumwippten und dankten artig. Oder auch nicht, weil sie keinen Schimmer hatten, was Mr. Mega Clever zu ihnen gesagt haben könnte. This is one of the most outstanding, amazing costumes I have ever seen. Especially I like these feathers here. So now we're gonna see the other schools happening today. Zwecks Bildbelebung wurde mir eine Trompete in die Hand gedrückt, auf der ich ein paar Töne tutete. Großes Hallo. Cut. Nun saß ich da auf diesem Klappstühlchen, ein Aufnahmeleiter tippte mir von hinten auf die Schulter und wies einmal quer durchs Studio. Dachte ich, aha, Vorbesprechung, da soll ich jetzt offenbar hingehen. Gehe dorthin, da sitzen also die Moderatoren und die Aufnahmeleitung und die unterhalten sich auf Thailändisch. Ich sitze jetzt daneben und denke mir, naja, irgendwann wird dann wohl der Dolmetscher kommen und das ins Englische übersetzen. Dem war aber nicht so. Ist jetzt alles klar, Wiegald?
Du, ich warte noch auf die Übersetzung. Also Moment, das ist doch völlig unklar, keine Ahnung. Werbebreak war vorbei. Diese Vorbesprechung fand nämlich im Werbebreak statt. Auch eine gute Methode, die sehr kostendeckend auch im deutschen Fernsehen eingeführt werden sollte. Spart mal viele Vorbesprechungen vor. So, Werbebreak war vorbei, Vorbesprechung war vorbei. Ich wurde wieder von der Aufnahmeleitung auf mein Klappstühlchen gesetzt. Die Show ging weiter. Okay, Blindflug, den ich hier hatte. Keinen blassen Schimmer, was. Ich weiß nicht, wo ich stehen soll, was ich machen soll. Die werden alle mich immer auf Thailändisch ansprechen. Und ich werde auf Englisch sagen, das Wetter ist schön und draußen steht ein gelber Laster. So. Es gab auch keinerlei Briefing, es wurde auch nichts übersetzt. Ich habe einfach nur denen immer zugehört, die haben dann genickt und ab und zu habe ich Boning verstanden. Also ich mache dann dies oder das. Ich gehe auf die Bühne und werde versuchen, irgendein traditionelles thailändisches Lied entweder nachzuspielen oder zu singen, zu tanzen. Tanzen wäre mir lieber, weil zumindest wenn ich singen sollte, dann wäre ich gezwungen, sehr viele sehr fremdartige Silben aneinander zu rein. Damit scheitere ich komplett. Das wäre mir vielleicht auch fürs Publikum gar nicht lustig. Tanzen wäre mir lieber, aber das wird im Moment auch diskutiert. Ich habe auch kaum Einfluss drauf.